Lünach im Schwarzwald. Der idyllische Ort freut sich auf sein 16. Winterfinale des weltgrößten Schulsportwettbewerbs. Aus mehr als 100 Schulen kommen junge Sportler aus der ganzen Republik in den Wintersportort. Und der empfängt die Olympioniken von morgen mit offenen Armen. Ja, also wir freuen uns da total drauf. Die Zoe darf morgen auch eine Fahne ins Haus des Gastes tragen. Da freut sie sich schon die ganze Zeit drauf. Optimal. Das sind die zukünftigen Olympioniken, die nächste Woche trainieren. Wir haben da schon mehrere Sportler, die was geholt haben. Weltmeisterschaften, Olympiaden, und das freut uns natürlich. Vor allem erfolgreiche Skispringer und nordisch Kombinierer hat Schonach hervorgebracht. Weltmeister wie Alexander Herr und Olympiasieger wie Hans-Peter Pohl oder Georg Hettich sind die großen Vorbilder für die kleinen Athleten, die auch mal ganz groß werden wollen. Und wenn Sie die Schonacher fragen, wie die JTFO und JTFP aufnehmen, dann gibt es nur eine Antwort. Nur positiv. Nur positiv. Ja. Auf jeden Fall ist Schonach stolz, würde ich jetzt sagen. Das ist, was soll ich jetzt sagen, für uns Skisport, nordische Kombination, Schwarzwaldpokal, das gehört irgendwie ein bisschen zu uns. Du freust dich auch schon auf den Sport? Ja. Klasse. Hast du eine Sportart, auf die du dich am meisten freust? Mhm. Und zwar? Auf Langlauf. Ob Langlauf, alpinen Skisport oder Skispringen, das alles gibt's vom 25. Februar bis zum 1. März auf Hauptstadtsport TV zu sehen. Natürlich aus Schonach im Schwarzwald.